Jo, hey, moin Leute, ich weiß, es hört sich falsch an, ich bin der Falsche hier in Dark Souls, tut mir leid, aber Steam hat mich damit beauftragt, das Farmen des Balder Seitenschwerts, also Balder Side Sword, was ein wesentlich besser klingt, hier mit reinzuschneiden und das irgendwie im, ja, verschnellerten Modus und eigentlich Musik dahinter zu legen, aber ja, die Musik habe ich irgendwie, also ich kann mich jetzt schlecht in Steam einfühlen, was er da hören will und wo ich das herkriege und was weiß ich nicht alles. Deswegen kurz knapp einfach, dachte ich mir, laberst du mal selber drüber, damit ihr euch nicht so allein gelassen fühlt. Ihr hört gleich wieder Steam, kein Problem, ich bin gleich weg. Ich will euch nicht allzu lange auf die Nerven gehen, ich will euch bloß irgendwie mal unterhalten. Das dauert echt nicht lange, also wir waren beide überrascht, wie schnell das ging. Es waren ja nicht viele Gegner, allerdings hat Steam hier gleich mal ordentlich gefailt, also da. War fast tot, ich habe da schon aus dem Hintergrund gemeint, naja, das war's jetzt für dich. Aber naja, eigentlich wollten wir es erst nicht mit reinnehmen, aber als wir dann gemerkt haben, wie schnell es ging, haben wir es dann doch gemacht. Hier wollte er mir zeigen, ja komm, ich nehme mal eine leichtere Rüstung und renne ich schneller. Hat dann gemeint, das sieht man nur, wenn man wirklich das öfter spielt. Und hier ist auch schon der letzte Gegner, den wir hier machen müssen, weil das Seitenschwert, so schnell ging das. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Steam und seinem Let's Play. Ich wollte bloß einfach mal, ja, mich hier reinschleichen. Auf Wiederhören. Ja, ich hab euch leider angelogen. Tut mir leid, ich muss nochmal ran. Habe ich gerade so nebenbei mitgekriegt. Also, Steam war so nett, euch einfach mal dort stehen zu lassen. Also, auf dem Stand zu lassen, wo ihr wart. In der Zeit, wo ganz anders hinzurennen, um dann dort zu leveln. Ja, und ich bin der nette kleine Sino und erzählt euch die Geschichte, dass er das getan hat, dass er gelevelt hat und das alles nicht mit Let's Play, sondern einfach nur mal schnell gemacht. Und ja, ihr seht ja, wie er dorthin gekommen ist. Ich habe mir gedacht, ich versuche einfach mal in der Zeit einen kleinen Witz zu erzählen. Das ist dann vielleicht witziger, als einfach nur zu sagen, ja, er hat das gemacht und er hat es immer noch gemacht und er hat es immer noch gemacht. Und ja, ich fange dann einfach mal an, ne? Also, ein Mann kommt zum ersten Mal in eine Bar. Dort sieht er ein großes Glas voll mit 10-Euro-Scheinen. Er fragte den Barkeeper, sagen Sie mal, was soll denn das da? Antwortet er, naja, wir haben hier so eine Wette laufen. Man darf 10 € einzahlen und kriegt dann 3 Aufgaben gestellt. Wenn man es schafft, diese 3 Aufgaben zu lösen, dann darf man den ganzen Inhalt des Glases behalten. Okay, denkt sich der Neuling, machen wir das mal. Gibt die 10 € hin und der Barkeeper fängt an. Okay, erstens, du musst 2 Liter Tequila austrinken, ohne die Miene zu verziehen. Zweitens, ich habe einen Pitbull draußen im Garten. Der hat einen lockeren Zahn. Wenn du es schaffst, ihm den, also diesen Zahn musst du ihm ziehen. Drittens, oben im Stock über uns wohnt eine 80-jährige Jungfrau. Du musst sie zum Abschluss kommen lassen. So, dann denkt sich der Mann, nee, das ist doch viel zu schwierig, das schafft doch keiner. Und lässt sie dann auch erstmal drin. Weil er hat es ja nun einmal bezahlt. Ja. Was zur Hölle macht sie mir? Habe ich da irgendwas falsch eingefügt? Hoffentlich nicht. Okay, ach ja, genau, er hat neu gestartet. So, weiter im Kontext. Ich hätte vorher vielleicht mal angucken sollen. Egal, also, macht's nicht, weil ich denke, schafft eh keiner. So, nun vergeht die Zeit, der Mann trinkt ein paar Bierchen und langsam steigt sein Alkoholspiegel. Und mit dem Alkoholspiegel steigt auch sein Mut. Und irgendwann denkt er sich, ach komm, 10 € sind 10 €, machen wir das mal. So, besoffen, ne? Nimmt den, schreit zum Ober, Ober, den Tequila bitte. Er gibt den Tequila und er säuft die 2 Liter aus. Ihm rennen schon Tränen aus den Augen, aber er verzieht nicht die Miene. Die ganze Menge im Saal jubelt und gröhlt und nun stapft er raus in den Garten. Alle sind still. Man hört beißen, kratzen, bellen, jammern. Man hört Blut spritzen. Und dann ist es plötzlich still. Der Mann kommt plötzlich wieder rein. Die
voll mit Bissen und Kratzern übersät, zerschunden bis zum geht nicht mehr, aber die Menge grollt und jubelt und feiert. Und der Mann, komplett betrunken, sagt: "So, das war's. Und jetzt, wo ist bitte schön die 80-jährige Jungfer mit dem lockeren Zahn?" Ich dachte, der Witz geht länger, aber wir haben es mal ein bisschen geschafft. Dieses Neustarten, wo ich vorhin dachte, was macht sie mir jetzt eigentlich, hat er getan, um die Items zu bekommen von diesem Gegner, der vorher runtergefallen ist, diesen Bogen und die Ausrüstung. Hat er mir zumindest so gesagt. Durch dieses Neustarten ist ein cooler Bug, dass man das so bekommen kann. Könnt ihr auch nutzen, falls ihr mal Dark Souls gerade spielt und da nicht weiterkommt, die Sachen aber unbedingt haben wollt. Ja, so kann man es kriegen. Ist es eigentlich auch gleich vorbei, dauert nur noch eine Minute. Ja, ich hoffe, ihr nehmt Steam nicht allzu krumm, dass das ohne euch gemacht hat. Es wäre eben nur das gleiche gewesen, diesen einen, ich nenne es jetzt mal, es ist kein Bug, den Trick zu nutzen, dass sie da einfach runterspringen und man die Seelen trotzdem kriegt. Ab und zu hat er auch mal ein bisschen gekämpft, als ich ihn gefragt habe, wieso kämpfst du nicht? Hat er sich an der Ehre gekratzt gefühlt und dann die Gegner mal angegriffen, ausnahmsweise. Aber naja, da ist übrigens ein Blutfleck. Warte, warte, das muss ich gleich nochmal dran schneiden. Da habe ich ihn gefragt, was ist denn der Blutfleck da? Da kann man sehen, wie jemand gestorben ist. Habe ich schon gefragt, wie kann man da sterben? Ja, wie man das kann, das war gerade ein bisschen schnell, schneide ich nochmal hinten dran, ohne was dazu zu erzählen. Wir haben uns totgelacht und damit erstmal auf Wiederhören. Viel Spaß mit Steam. Ja, hallihallo und herzlich willkommen wieder, meine Freunde, von meinem Zuschauer der Dark Souls, Dark Souls Display. Ja, ich war das letzte Mal stehen geblieben, eigentlich in Zens Festung, doch jetzt seht ihr ja. Ihr habt ja den kleinen Zusammenschnitt vorher gesehen, was ich getan habe. Ich habe mir gedacht, gut, machen wir uns mal kurz menschlich. Ihr seht, ich bin eine menschliche Fratze. Ich sag ein Zombie. Eigentlich habe ich mich als Zombie-Style gemacht. Und hab mir gedacht, gut, yay. Oh hey. Okay, eigentlich hat das hat jetzt nicht geklappt, aber das hat geklappt. Hey. Ja, hab mir gedacht so, warum? Was ist mit dem? Komm, mach kaputt. Ja, hab mir gedacht so, okay, es gibt hier noch zwei Endbosse und ihr habt ja gesehen, ich habe halt euch den Farmspot zeigen, habe ich getan. Und jetzt, ja, wie gesagt, jetzt kommt es halt dazu, dass ich noch den Farmspot habe, wo ich noch zweimal schön fett Seelen abkassieren kann. Es gibt jetzt nochmal, ich glaube, 8000 Seelen und 10.000, nee, 20.000 Seelen. Es gibt noch richtig massiv, massiv, richtig dolle Seelen gibt es jetzt. Ich lasse jetzt mal das noch liegen. Ja, wir wollen ja hart hier durchkommen. Oh, der ist down. Okay, es ging schneller als ich dachte. Und ist Steingroßschild. Hey, ein seltener Gegenstand für den Erfolg, der mir noch fehlt. Ja. Wir machen jetzt den Mondlichtschmetterling. Ja, der ist relativ easy peasy, aber ich möchte halt Unterstützung, weil ich bin zwar auch Magier, aber. Ja, er ist halt, wie gesagt, einfach zu zweit. Sonst mit der Hexe Beatrice. Ja, Nachricht lesen. Achtung, Zauberei, sagt ein Zombie zu mir. Oder ein Untoter. Wie soll man das verstehen? So, gehen wir mal durch. Da ist das eine geile Hexe. Da oben kommt der runter, der Mondlichtschmetterling, was ja lustig ist, denn das ist ein Gegner, der ist genau wie der Ziegendämon, der Capra-Dämon, ein ganz normaler Gegner. Hey, Motherfucker. Hey, Motherfucker. So, jetzt. Hey, Freundchen. Ich habe immer noch Angst. Es gab mal den Fall, dass ich durch so Mini-Lücken gefallen bin. Also wirklich, ich habe das richtig verkackt. Seitdem rolle ich nicht mehr gerne. Oh, im Spiel, ihr seht ja, wie viel Damage das mir macht. Jetzt landet er.
Und jetzt kann ich ihn nochmal auch schön schnetzeln, aber er ist tot, ich hab's gewonnen. So, das war der Mondlichtschmetterling. Der jetzt nochmal schön satt ein paar Seelen abdrückt. Endlichkeit hab ich bekommen von der Hexe Beatrice. 10.000 Seelen? Ist nochmal cool, das heißt, ich kann nochmal ein Level steigen. Und kann dem Ziel von 40 Dexterity relativ nahe kommen. So, Wachturm, Kellerschlüssel, göttliche Glut, Heimkehrknochen. Alles easy peasy. Die Heimkehrknochen können wir jetzt mal einen benutzen. Dann craten wir mal runter uns ab. Und ich habe mir überlegt, scheiß auf Baldur's Sideswort, scheiß auf die verdammten Ushigatana. Wir gehen uns was anderes holen. Wir gehen uns was viel, viel besseres holen, was auf jeden Fall uns definitiv hochpusht. Lass mal Beweglichkeit nochmal erhöhen. Und zwar wird das aber erstmal, ich glaube, dazu muss ich erstmal allgemein nochmal richtig viel vorfarmen. Ich hole die uns jetzt, die Waffe, die ich haben möchte. Das wird, wird eine nette Waffe sein. Eigentlich die einzige Waffe im ganzen Spiel, die wirklich die beste überhaupt ist, die, da kommt keine Waffe drauf hin ran. Weil ich sehe echt, es hat einfach keinen Sinn mit den ganz normalen Waffen, die hier sind. Die machen einfach zu wenig Damage. Aber auch auf Dex-Build, so. Die Waffe, die ich mir jetzt aber holen will, wird auch auf Dex-Build sein, aber, what, der ist nicht tot. Fall runter. Ach, du wolltest gar nicht runterfallen, du wolltest nur bei uns bleiben. Okay, kann ich verstehen. So, ja. Aber, ich kann euch jetzt zum Guten sagen, der Spot, wo wir jetzt hingehen, wird mir wahrscheinlich mehrere Male den Tod kosten. Aber nicht so oft, weil ich jetzt schon etwas stärker bin. Das heißt, ich kann jetzt etwas anrichten. Ja. Gehen wir eine Runde hoch. Wir könnten auch noch den farmen, aber ich habe da irgendwie noch keinen Bock drauf. Und deswegen gerade ein bisschen zu knifflig. Meine Seelen sollen eh nicht wegkommen. Geben mal die göttliche Glut. Das heißt, wir können uns jetzt heilige Waffen machen. Aber gegenseitig kaufen wollen wir uns nur 10-mal die kleine Scherbe. Da brauchen wir eh noch kleine Scherben für den Upgrade der Waffe auf plus 5 und dann brauche ich große Scherben. Das heißt, wir müssen, ja, ich hab, weiß gerade gar nicht, ob ich denn schon die Pyromantie hand hab schon. Easy peasy. Ja, jetzt holen wir wieder Sinus tolle Glocken. Er läutet gerne Glocken. Zumindest glaube ich das, aber er guckt ja eh gerade Walking Dead. Und somit ist er abgelenkt und kann mich nicht hören. Hui! Ja, aber ich war relativ happy nach dem Run, dass ich Spalder Seitenschwert, also Spalder Seitenschwert, das klingt scheiße auf Deutsch einfach, es klingt einfach scheiße. Dass ich das nach dem ersten Run bekommen habe, also im allerersten. Wir könnten aber massig andere AP farmen, aber naja, EP meine ich, aber das lasse ich erstmal. Ja, jetzt kommt eigentlich der Spot, den ich eigentlich vermeiden wollte, denn, ja, wie seht ihr hier, ist es kaputt. Den sprechen wir jetzt noch nicht an. Das habe ich euch schon mal erklärt, ich weiß nicht, ob ich nun den einen Weg oder den anderen Weg nehmen werde. Also quasi, ob ich den dunklen Weg oder den hellen Weg nehmen werde, das Spiel. Wenn ich den hellen Weg nehme, müsste ich den ansprechen. Wenn ich den dunklen nehme, müsste ich einen anderen ansprechen. Der Dunkle kommt aber erst später und somit warte ich erstmal noch, weil ich echt nicht weiß, ob ich denn wirklich nochmal die Rüstung haben möchte. Das ist eigentlich eine der besten Rüstungen. So. Jetzt beginnt unser Fraß. So. Da 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 da. Ja. Wir sind jetzt eigentlich auf einem Weg, wo ich mag es gar nicht aussprechen. Ja, es geht jetzt darum, die Waffe, die ich jetzt hole, kann man schon von Anfang an bekommen.
So, erstmal, okay, das Wichtigste, der ist tot. So, wenn jetzt ein Pyromant tot ist, habe ich schon mal den nächsten, habe ich schon mal das erste einfacher gelöst. Eigentlich ist dort ein Leuchtfeuer, also links, wo ich gerade gestorben bin, links von mir an dem Schalter, der ist ein Leuchtfeuer, da würde ich mich eigentlich ransetzen. Denn genau das ist jetzt das Problem. Der Feuerschrein ist nicht mehr besetzbar, wisst ihr. Ich habe es ja schon erzählt, die Story dahinter. In einem vorigen Part, aber ich kann es nochmal gerne wiederholen, damit ich etwas eine Gesprächslücke habe, die ich jetzt füllen kann damit. Und zwar ist ja das, dass der nette Ritter Lothric oder so, glaube ich, hieß er. Ich weiß gerade echt nicht genau den Namen. Nee, so noch Lothric. Der ein Motherfucker ist. Ja, so wie der aus Kick-Ass 2. Ich bin der Motherfucker. Genau so jemand ist das. Aber Kick-Ass 1 und 2. Und bei 2 kommt das Coole, wo er sagt, ich bin der Motherfucker. Ich bin der Motherfucker. Ja. Auf jeden Fall ist es dann so, dass der Lothric, der meint, okay, komm, wir haben mal die Runde, ein paar Feuer hintersehen, ne, da. Ich habe 2 coole Sensen und eine goldene Rüstung, denn ich bin ein Abfucker oder ein Motherfucker. Ja, genau. So, er hat die geklaut, er hat die Feuerhüterin am Feuerschrein getötet. Dadurch ist der Feuerschrein nicht mehr besetzt. So, Problem. Ich habe nutzbar, Feuertöterin tot, Seele weg und ich am Arsch. Ja, es bleibt mir die einzige Möglichkeit, eigentlich im nächsten Verlauf. Also im nächsten Verlauf, im nächsten Abschnitt werde ich euch das dann genauer erklären, was noch passieren wird. Wenn ich den sogar schon habe, ich weiß gerade nicht mehr genau. Joa. Und das ist das Problem jetzt daran. So, dann kommen wir zurück zu dem anderen. Die Waffe, die ich holen möchte, kann man mit Level 1 holen. Da ist aber das Problem, dass man viel zu schwach ist, diese Pyromanten zu töten. So, dadurch, dass ich jetzt höher bin, habt ihr gesehen, ich brauche 3 Hits in der Einhandstyle. Mit 2 Hand brauche ich, glaube ich, 2 oder so, je nachdem. Also ich könnte Ushikatana nehmen, brauche ich, glaube ich, noch weniger. Aber das Moveset gefällt mir nicht so sehr. So, ergo, ich werde das bei der Seite so, dass man noch ein bisschen Nerven hat. Ein B und die Ushigatana hat ein. Wo ist es denn? Auch ein B dort. So, dann gehen wir wieder da runter und dann ist es kaputt machen. So, das Problem ist auch wiederum, dass solange der Pyromant am Leben ist, können die Skelette in dem Bereich, wo der Pyromant quasi herrscht, nicht getötet werden. Ergo, man hat eine Menge Frust, weil man die nicht töten kann. Zweitens nervt euch ein Pyromant, der euch einfach nur abfuckt, weil er Feuerbälle auf euch schießt. Was soll der Scheiß, frage ich mich. Warum man Feuerbälle auf andere Menschen schießt, ich wollte nicht mal was Böses, ich bin auch untot, so wie ihr. Ja, die glaube ich, kann ich noch nicht töten. Werde ich auch jetzt ausprobieren, weil ich mir einfach nur runter in den Bereich. Und werde dann versuchen, die anderen 3 oder 4 Pyromanten zu töten. So. Joa. Wieder in die Katakomben. Ja, ich glaube, den kann man jetzt töten. Nein, den kann man nicht töten, oder? Ja, doch, die kann man jetzt töten. Cool. Die kann man jetzt töten. Ja, der hat was fallen lassen. Wahrscheinlich das Rot-Weiß-Schild oder ihr sagt das Ketchup-Mayonnaise-Schild, kenne ich das gerne mal. Ja, dann fallt hier. So, zum Thema zurückzukommen, quasi, ich könnte diese Skelette nicht töten, solange der nette Pyromant noch am Leben ist. So, jetzt sind die aus dem Tür da kaputt. Man könnte, wenn man gut ist, rollt man jetzt hier vorbei, bla bla bla, Käsekuchen, drückt A, dann greift der Pyromant an. In dem Moment, wo der Pyromant angreift, macht man. Dodge man zurück und rennt einfach raus. So, mache ich das nicht. Ich werde mich jetzt hier an das Leuchtfeuer pflanzen, denn wenn ich jetzt wirklich sterben sollte, möchte ich nicht ewig oft knapp 2 Minuten oder 1 Minute zurückrennen, was viel Zeit kosten wird. So, jetzt sind die Gegner wieder da. Wer war Käsekuchen? So, der ist tot. Tot, tot. Jetzt seht ihr das nächste Spielchen. Jetzt kommen wieder Pyromanten. So, das Problem aber daran, die bei den Pyromanten ist, denn Dante ist auch ein Pyromant. So, der rollt jetzt einmal vorbei.
Der ist ein Abfucker.